Servus Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon an Bord der Normandy und wir wollen heute ein paar Missionen machen. Und zwar wollen wir hinten hin erstmal die ehemaligen Cerberus-Wissenschaftler finden. Und wenn ihr mir gegenseitig gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ja, au, ist das laut gewesen gerade, Hilfe. Mal für mich leiser stellen hier gerade mal. So. Hörsturz, einfach mal real. Und das in meinem Alter. So. Der Witz ist übrigens, dass ich alt bin. Also, so. Ja. Gelix wurde den Kroganern nach den Rachni-Kriegen überlassen, war aber während der kroganischen Rebellion stark umkämpft und wurde von den Turianern zurückerobert. Damit blieb ihnen danach eine Welt auf der Basis linksdrehender Aminosäuren, die sich nicht selbst bewohnen, die sie nicht selbst bewohnen konnten, aber auch nicht aufgeben wollten. In Zusammenarbeit mit dem Wohlprotektorat versuchten die Turianer, den Planeten zur Kolonisierung zu vermieten. Aufgrund des hohen Preises und der zahlreichen nicht hochgegangenen Sprengkörper auf der Oberfläche siedelten sich aber nur wenige auf Galax an. Hauptkunden waren Strafkolonien. Heute gilt der Planet als Symbol tragischer Verschwendung, eine ganze Gartenwelt, die die Galaxie praktisch vergessen hat. Naja, von außen sieht er jetzt nicht nach Garten aus. Aber okay. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen mit Garrus und Rojavik. Komm, wir brauchen mich. Jawohl. Ich bleibe bei meiner Ausrüstung. Danke, Spiel. Du musst mir keine neue empfehlen. Ja. Ja. Was? Erweitern? Achso, ich hab eh nichts. Also was soll's. Gut. Wir werden hier einen alten Bekannten wieder treffen. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir haben dazu keine Information. Ma'am, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Du schon mal besser. Immer bilde ich mir das eigentlich ein, der kämpft bei dem Mass Effect 3 viel mehr gegen Cerberus als gegen die Reaper. Es ist eiskalt. Schon gut, bleiben Sie einfach. Ich habe das Gefühl, außer in den Hauptmissionen triffst du fast gar nicht auf die Reaper, sondern nur auf Cerberus. Das ist echt sehr interessant. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich finde es halt einfach nur witzig. Vorrücken! Weiter vorrücken! Vielleicht können wir die Kerle von der Flanke nehmen. Versuchen wir es. Javik? Jawohl, Commander. Laden. Sehr gut. Mein Team weiß, was es tut. Kann das Ding jetzt mal kaputt gehen? Meine Güte, ey. Ist das widerständig? Hallo? Jacob, alles klar bei dir? Jacob, wie schlimm? Ich werde überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn.
Aber so leicht wird Cerberus nicht aufgeben. Oh mein Gott. Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind Sie weg? Im Moment schon, aber Sie kommen wieder. Sind Sie wirklich okay? Ja, das geht schon. Wenn Sie mich nochmal retten, bin ich Ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Aha, da hält sich jemand aus. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Unseren Informationen nach gehören Sie zu Cerberus. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Okay, und was genau heißt Ex-Cerberus? Blöde Frage eigentlich, ne? Ich meine, Ex-Cerberus heißt, sie sind nicht mehr bei, Cerberus. Na gut. Warum will der Unbekannte sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir, wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Dann war weglaufen auf jeden Fall eine gute Idee. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. Sie mussten doch wissen, dass man sie findet. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Evakuieren, los. Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jacob, jemand muss sich die Wunde ansehen. Ja, ja, das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Leute, Jacob, wenn ihr zum Arzt müsst... Das ist eine Überraschung. Ja. Dann geht zum Arzt. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Sie hat recht. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Nee, aber ich kenne genug Menschen, die das nicht machen. Zum Arzt gehen, wenn sie sollten. Und das geht meistens nicht gut aus. Und ich bin da auch kein leuchtendes Beispiel für. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer. Wir haben uns beim Projekt Overlord kennengelernt. So kann man das auch sagen. Als Sie meinen Bruder zur Grissom Akademie gebracht hatten, habe ich versucht, das alles hinter mir zu lassen. Sie bringen nicht zufällig Neuigkeiten von dort. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Akademie Probleme hat. David ist in Sicherheit. Ich war in der Grissom Akademie. Cerberus wollte die Studenten entführen, aber David geht es gut. Oh, Gott sei Dank, Commander. Sie ahnen nicht, was das für mich bedeutet. Etwas spät, um sich Sorgen über seine Sicherheit zu machen. Das habe ich immer schon. Sie halten mich für ein Monster und damit haben Sie auch recht. Es vergeht kein Tag, ohne dass mich in meinen Träumen verfolgt, was ich David angetan habe. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er mir eines Tages verzeiht. Und warum sind Sie hier? Was machen Sie hier? Ich bin zu weit vom Weg abgewichen. Das war meine einzige Zuflucht. Als Junge wollte ich als Wissenschaftler in die Geschichte eingehen, der der Welt etwas Gutes getan hat, eine Krankheit geheilt oder ein neues Element entdeckt. Nicht als Monster, das seinen eigenen Bruder gefoltert hat. Tja, und was sagt der Unbekannte dazu? Was haben Sie zu dem Unbekannten gesagt? Ich sagte, wenn er mit dem Teufel zusammenarbeiten wolle, müsse er nur in den Spiegel schauen. Ich wollte raus aus diesem Albtraum. Er hat Sie gehen lassen? Wenn es so gewesen wäre, würde ich mich nicht hier verstecken. Jeder Cerberus-Soldat in der Galaxie hat Befehl, mich ohne Vorwarnung zu erschießen. Nett. Und der Project Overlord? Was ist mit dem Projekt Overlord geschehen? Der Unbekannte bestand nach ihrer Intervention darauf, dass ich eine neue Versuchsperson finde, die über dieselben Fähigkeiten verfügt wie mein Bruder David. Ich ertrug den Gedanken nicht, diesen Albtraum noch einmal zu erleben, also zerstörte ich meine gesamte Forschungseinrichtung. Overlord gibt es nicht mehr. Gut, dann wäre das alles. Ich muss gehen. Und ich werde nicht so tun, als hätte ich mich gefreut, Sie wiederzusehen. Das verstehe ich. Aber Commander, vielen Dank, dass Sie David gerettet haben. Beide Male. Ja. Fahr trotzdem zur Hölle, Arschloch. Leute quälen und foltern für das eigene Vergnügen.
Nee, nee, nee. Aber das brauche ich gar nicht. Obwohl, warte. Bringt das bei dem was? Hat er eigentlich mehr als 100 Schuss? Ich überlege gerade. Waffenmods? Wenn ich bei dem jetzt hier... Hat er da eigentlich mehr Kapazität? Nee, ne? Ich probiere es einfach mal. Was soll's? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ziemlich der Schwachsinn, was ich gerade gemacht habe. Aber er hat eine andere Farbe. Ist doch auch schön. Ein anderer Skin. Ja, damit. Hey, du sollst das ein... Hast du, okay, wollte gerade sagen. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Jawohl. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Der Geschütze ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler? 43 plus Forschungsassistenten. Wie konnten so viele fliehen? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Bryn, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Als hätten wir nicht schon genug Sorgen. Warum sind Familien hier? Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht. Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay, alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Es steht viel im Spiel. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay, ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Na denn? Lassen Sie das liegen. Hauen wir einfach ab von hier, verdammt. Beruhigen Sie sich. Shepard, hier drin. Hä? Na, könnt noch mit Jacob reden, ein bisschen. Hi. Hey, sind Sie okay? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Ja, passt zu Ihnen. Es scheint Ihnen damit ja ganz gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Und denken Sie mal an Ihren Vater? Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Das war eine sehr knappe Antwort. Und sehen wir Dr. Cole. Wie lange kennen Sie Bryn? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Und was ist mit Ihnen und ihr? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Und wie kamen Sie hierher? Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr... Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben... Und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Sie saßen am Strand? Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten. Die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, versteh schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich Sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können Sie nicht. Gut, schön, dass wir reden konnten. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen.
Stimmt. Gehen wir es an. Wenn man für das kämpfen, was man mag, das man liebt, das ist auch nicht immer leicht. Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. Ich sagte doch, wir hätten zur Zuflucht gehen sollen. Kämpfen wir das, was einem wichtig erscheint. Sie sind tapfer, aber fehlgeleitet. Und jetzt vielleicht alle tot. Schönes Ideal, aber wie gesagt, manchmal zwecklos. Wir können sie überraschen. Waren die jetzt überrascht? Ich kann es nicht beurteilen. So. Seid ihr überrascht? Hallo? Hallo? Garrus, die sind nicht mehr da. Die sind abgehauen. Ich glaube, sie waren überrascht. Ich find's geil, dass sie im Strahl immer so blauen Pfützen werden. What the fuck, ey? Ja? Ja, du hast aber lang gebraucht, um mich zu bemerken, du Idiot. Also, ich stehe praktisch vor dem. Ich stehe praktisch vor dem und der rafft's nicht. Ja, was? Nein! Nein! So. Cool, Medikit. So, was haben wir hier? Haben wir noch was? Ah ja, eingesammelt. So, wer will noch spielen? Wer hat noch nicht genug? Und Headballer. Suchen wir nach dem Satelliten. Ich mache erstmal das Ding da platt, bevor einer noch einen Schutzschild bekommt. Ich will ihn nicht. Oh, kannst du mal da drauf ziehen? Danke. Meine Güte. Was ist denn noch so ein Ding? Geh weg. Ja. Wir müssen da hoch, aber wie? Na da. Okay. So, einmal rauf. Noch. Oh, er hat sogar mehr Schuss, sehe ich gerade. Ist doch noch gebracht. Sehr schön. Ich will keine von diesen dusseligen Schildgeneratoren hier stehen haben. Das ist mir alles gerade viel zu ruhig. Die Mission hat übrigens einen Bug gehabt früher. Wo, keine Gegner gespawnt sind hier. Ging es dann irgendwann nicht weiter und hast gedacht, na hallo? Brauch was zu tun, hier passiert nichts. Das ist halt kein Witz. Und irgendwas sagt mir, ich habe vielleicht dasselbe Problem gerade. Hier passiert nichts. Ich will ja nichts sagen, Leute, ne? Ich hab so das Gefühl, dass das hier nicht unbedingt funktioniert. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Kann ich die Waffe benutzen? Ja. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass die Mission verbuggt ist? Wie die Hölle. Ich würde mal behaupten, laden dann einfach mal einen Speicherpunkt wieder. Halt, nein, Spielstand laden. Automatisches Speichern. Ich würde mal behaupten, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie es gedacht war. Ah, jetzt geht auch die Konsole. Die nehme ich eben auch nicht. Jacob? Die Schlüssel müsste jetzt wieder online sein. Ich war ja da, ihr habt sie gesehen, da war nichts. Jetzt kommen auch Gegner da oben, okay. Ich lieb das, dass diese Mission so dermaßen buggy ist teilweise. Achtung, Shuttle! Wir sollten sie alle runterholen! Feind am Geschütz über uns! Wir müssen ihn von dem Geschütz wegholen! Vorrücken! Unten bleiben und Deckung suchen! Mist, der ist geschützt. Der ist geschützt. Okay, kaputt, Mann, scheiß Schildgenerator. Du bist kacke.
Ja. Ja. Gehst jetzt mal da hoch, Shepard. Meine Güte, ey. Einmal gebumst, schon ist er nicht, nichts mehr zu gebrauchen. Entschuldigung. Wenn ich letzte Folge gesehen habe, weiß, was ich meine. Oh fuck, jetzt kommt mir mein Schutzschild. Blöder Schildgenerator. Hau ab. Gegner! Gegners! Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Ach was, Shepard. Weniger quatschen, mehr laufen. Die Mission ist so verdammt kurz, ey. Trotz Neustart sind wir gerade noch bei 21 Minuten. Ich muss ja vorher noch wegschneiden, weil die Anmod nicht funktioniert hat. Am Anfang. Dreimal. Just say. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen Atlas-Mac. Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Wir müssen darüber. Bin doch schon da. Meine Güte, ey. Doch mal ein bisschen Geduld, Fräulein. Ja, alles einsammeln, schön brav. So. Und das Geschütz online bringen. Reparatur und Neustart. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Garrus. Garrus, sie reparieren. Du bist ein Waffenexperte, mach das. Bereit? Jetzt liegt's an uns. Ja, Commander. Kann ich mit dem Ding da eigentlich rüberschießen? Ich arbeite mit dir. Nur keine Hektik, Garrus, wir haben das im Griff. Okay, Garrus, du kannst. Oh. Garrus? Können es ein bisschen hinne machen, tatsächlich. Alter, dieses Geschütz ist einfach zu stark. Alles klar, wird gemacht. Na dann. Du standst ja schon davor und jetzt aber machen können, aber hey! Ich muss alles machen, schon klar. Energieversorgung wiederhergestellt. Schaltkreis neu gestartet. Geschütze einsatzbereit. Shepard, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Das war's. Mission fertig. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig, wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Evakuieren. Okay, dann sollen die Shuttles starten. Bloß keine Zeit verlieren. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. Das ist eine sehr motivierte Stimme. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. Die Geschütze sollen ein Loch stanzen und dann starten sie Shuttle 1. Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Cerberus-Truppen sind... Bringen Sie die Leute hier weg.
Ich habe ja gesagt, ein Atlas kommt noch, ne? Ja. Dauert nicht mehr lang. Noch wer? Nein? Okay. Shepard, die Shuttle sind beladen. Wir brauchen sie in der Landezone, um den Start zu sichern. Unterwegs! Jawohl! I'm on my way! Jakob. Beeilung! Sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Gehen Sie voraus! Jacob, rauf mit der Haupttür. Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Hä? Wer hat ja Gesundheit? Okay, ach, der ist schon draußen oder was? Ja, vermutlich. Oh! Es geht los. Hier hat keiner Schutzschild, wenn ich das nicht will. Wie haben die überhaupt repariert? Ich habe sie im Visier. So, vorrücken, vorrücken, vorrücken. Schalten Sie den Schildgenerator aus. Jawohl, schon dabei. Bumm. Ach, so ein Ding. Jacob, bitte komm. Wie ist Ihr Status? Noch ein Shuttle mit Flüchtlingen, richtig? Bestätige. Wir schaffen das. Wir müssen sie nur noch ein klein wenig länger aufhalten. Mhm. Wo kommt er? Wo bleibt er? Komm. Fall runter. Hallo? Atlas. Das war der letzte Zivilist. Shepard, Achtung! Wir werden überrannt. Wir müssen weg. Bin mit dem Shuttle zu Ihnen unterwegs. Verstanden. Muss spawnte. Das sieht so dumm aus. Das soll ich unbedingt mal zeigen. Halten Sie durch. Wir räumen Ihnen eine Landezone frei. Fertig. Na, Kollege, wie sieht's aus? Wen ballerst du gerade? Ach so. Weißt du was? Wenn er schon da steht, bediene ich mich mal, ne? Ja, bam, 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 bam. Au! Ihr Arschlöcher! Ich wollte gerade mit dem ein bisschen sparen. Ihr seid doch gemein. Ich bringe das Shuttle zu Ihnen. Verstanden. Wer hat mich jetzt abgeschossen? Oder war jetzt fies? Warum ich gerade ein bisschen Spaß habe mit dem Ding? Wo kommen die auf einmal her? Und noch ein Atlas. Zwei Atlas-Max sogar. Hätten wir alle platt gemacht. Au! Shepard! Commander! Verstärkung für Panzer! Hui! Das war mal wieder haarscharf, was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühl mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Warum? Ich verstehe, komm. Passen Sie gut auf Sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar. Gut, melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Mädel, die ist vergeben. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Das ist ein Wort, Jacob. Wenn das vorbei ist, erstmal saufen. Hackett hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alles Cerberus-Überläufer. Passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tiegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familie. Auch er ist von großem Wert für uns.
Dem unbekannten Dr. Cool abzujagen, ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard, Ende. Gut, dann, Leute, gehe ich jetzt zurück und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wir nähern uns dem Minimum, wir nähern uns dem Minimum. Die richtig großen Brocken sind die DLCs und die Hauptmissionen. Logischerweise, Nebenmissionen bringen jetzt nicht ganz so viel. Ich hatte gedacht, du hättest mehr Verständnis für jemanden, der zu Cerberus geht. Aliens waren doch noch nie dein Ding. Ja, ich habe mich verpflichtet, um zu kämpfen, wie alle anderen auch. Aber es hat Schuppen, reicht mir nicht als Grund, um jemanden umzulegen. Und wenn Cerberus unsere unehrenhaft entlassen... Commander, jawohl. Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Okay, hast du was zu sagen? Die Cerberus-Wissenschaftler sind sicher bei der Allianz angekommen. Die Lametta-Träger glauben, dass sie eine große Hilfe beim Tegel sein werden. Erst die Grissom-Akademie und nun das. Gute Arbeit. Kennen Sie diese kleinen Aufkleber, die Jägerpiloten für jeden Abschuss unter ihren Cockpits anbringen? Ich spiele mit dem Gedanken, sowas jedes Mal auf die Galaxiekarte zu kleben, wenn ich irgendwelche Daten zu Tode analysiere. Sie werden ja noch ein richtiger Marine. Naja, also, ich nehme an, Sie färben auf mich ab. Zumindest hoffe ich das. Oh Gott, ich muss weg. Ah, Verliebte. Liebe, was für Idioten und Träumer. Nein, verliebt euch ruhig, seid glücklich. Was ist los, es langt, wenn ich ein Herz aus Eis habe. Ich weiß nicht mal, was das ist. Nur, dass jeder in der Galaxie davon abrät, das Zeug zu probieren. Aber falls Sie vermuten, ich hätte Angst, fangen wir an, Vega. Alter vor Weisheit. Okay. Als ich bei C-Sicherheit war, habe ich einen batarianischen Spionagering gesprengt, der ein Ratsmitglied töten wollte. Ich bin auf Omega gegen ein Dutzend wütender Batarianer angetreten, ganz allein. Einen von ihnen habe ich als Landekissen für einen Sprung aus dem dritten Stock benutzt. Meins war nur zum Aufwärmen. Ich wollte sehen, was sie haben. Also, ich habe diesen Typen aufgespürt. Er hieß Saren. Ich habe ihn vor 3 Jahren daran gehindert, eine Geth-Armee aufzustellen und die Reaper auf uns loszulassen. Das zählt nicht. Das haben sie zusammen mit Shepard gemacht. Stimmt. Ich war bei Shepard. Von Anfang an. Das bedeutet nur, dass sie alt sind. Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Ach ja, das stimmt, diese Upgrades. Sie glauben immer noch, Sie können dieses Ding gewinnen, was? Ich kann das den ganzen Tag lang haben, Gesicht. Witzig, dass Sie das erwähnen. Schon mal den Namen Archangel gehört? Könnte sein. Natürlich haben Sie das. Ich bin Archangel. Könnte sein, dass ich das auch schon mal gehört habe. Dann haben Sie ja vielleicht auch gehört, dass die Verbrechensrate auf Omega einige Monate lang ziemlich niedrig war, weil Archangel ein bisschen durchgeputzt hat. Sie hatten also einen Reinigungsservice auf Omega. Ich habe auf Fehl Prime 2 Heuschrecken entdeckt und musste sie ganz allein töten. 2 Wurmhälse? Das ist ja fast beeindruckend. Das ist noch nicht alles. Sie haben ein Ei zurückgelassen. Das Vieh ist geschlüpft, ich habe es trainiert und kann es jetzt fliegen. Bringt einem die Allianz bei, sich so einen Mist auszudenken, oder sind Sie selbst draufgekommen? Das ist eine Gabe. Ich bin froh, dass Jacob den Unbekannten durchschaut hat. Wenigstens haben nicht alle bei Cerberus den Verstand verloren. Wir können ihn bei diesem Kampf brauchen. Du hast recht, Garrus. Hey, Commander. Wow. Ich kann dich nicht leiden. Das ist nur, dass du es weißt, ne? Es ist so ein unsympathischer Vogel. Haben wir neue Techniker für den Tegel gefunden, Glyph? 5 ehemalige Wissenschaftler von Sonex Industries. Die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Sonex auf Garuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tegel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort.
Okay. So. Um ihre Gesundheit zu verbessern. Jawohl. Hey, Liara, hast du irgendwas zu sagen? Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben. Und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern... Ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Erst 109? Ach so, jung! Nur 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. Zu viel Tod zu sehen. Ja, Liara, da sagst du was sehr, sehr, sehr Gutes und Weises. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich denke daran, was auf dem Spiel steht. Wir kämpfen für eine Galaxie. Einen höheren Einsatz gibt's nicht. Es klingt so einfach, wenn Sie es sagen. Rückt die Perspektive gerade? Ja, in der Tat. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Gut. Tschüss. Weil ich glaube, die Yara haben letztes Mal vergessen. Das private Nachrichtenterminal. Sie haben viel durchgemacht, Narbengesicht. Geben Sie auf? Nein, ich habe schon noch mehr. Ich will noch nicht drüber reden. In Ordnung. So eine Geschichte hat jeder von uns. Nur eine? Naja, nicht jede Geschichte nimmt ein gutes Ende. Nur einmal, da habe ich mich mit einem Torianer namens Garrus Vakarian zusammengetan. Er konnte gut mit Waffen umgehen, war aber ein ziemlicher Draufgänger. Und ich kannte mal einen Marine namens Jimmy Vega. Das klingt wie ein Stripper auf Omega. Ein tierischer Besserwisser, der mir immer auf die Nerven gegangen ist. Aber eigentlich war er ganz in Ordnung. Sehr mutig, wenn es drauf ankam. Und gemeinsam haben sie die Genophage geheilt. Und Cerberus daran gehindert, die Citadel zu übernehmen. Und am Ende die Reaper von dieser Galaxie in die nächste befördert. Mit ein bisschen Hilfe von ihren Freunden. Nein, das waren nur wir. Was? Tatsächlich ich. Was? Was war das? Hä? Du kannst gleich nach Hause fliegen. Also, alleine, ohne Schiff. Frechheit. Gut, dann ab zum KIZ. Und dann mache ich Folgenende und in der nächsten Folge gibt es dann die Ardak Yakshi. Chief Engineer Adams würde gerne unten im Maschinenraum mit Ihnen reden. Ups, das war falsch. Das war falsch. Da wollten wir hin. So, Chief Engineer Adams. Wir meinen, sie steuert sind. Die Normandy nicht, sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edi noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandy SR2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edi stimmt mir zu. Edis Geist und die Normandy bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edi stimmt mir zu. Aber anders als bei Edi hätten unsere Gehirne nicht ohne unsere Körper existieren können. Das ist bei organischen Wesen eine Voraussetzung. Aber sie müssen diese beschränkte Definition von Leben hinter sich lassen. Joker steuert die Normandy. Und er übernimmt nicht Edis Körper, wenn er das tut. Wenn Edi das Schiff steuert, ist sie ein Pilot, genau wie Joker. Edi steuert die Normandy nicht, sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edi noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandy SR2 war schon vor... Edi kann die Normandy mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandy ist ihr Körper. Ich habe Edis Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandy. Nun, was denken Sie, Edi? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus.
noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Adams würde gerne mit Ihnen reden. Jawohl. Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Mhm. Daniels, Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Okay. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikation. Warum brauchen wir das? Ich habe gerade nur Bahnhof, Abfahrt und Kofferklau verstanden. Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir wollen doch jeden möglichen Vorteil, oder? Na gut, ich kauf's euch ja, Kinder. Ganz ruhig. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Mann. Quengel. So, jetzt aber. Oh, da will noch wer was, Nein? Gut. Okay, Leute, dann nächste Folge, die Anak-Yakshi-Akademie der Asari. Und wir treffen dann auf meinen Lieblingsgegner. Oh, toll. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr tun könnt. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.